Ja, herzlich willkommen bei The Forest im Patch V008B. Es ist jetzt tatsächlich, ich habe es ja schon irgendwie ein bisschen vorausgeahnt, ich habe es ja zumindest schon mal erwähnt, dass es nicht schlecht wäre zumindest, wenn ein neuer Patch herauskommen würde. Kurz mal gucken, ist hier irgendwer? Nein. Holla. Das ist ja nicht wahr. Ups. Weil ja so manche Sachen waren ja doch im Argen. Wie keine Bomben bauen können oder nicht mehr durch die Fenster schießen können mit dem Pfeil und Bogen und sowas. Hat mich ja doch schon ein bisschen genervt. Sogar mehr genervt, als die Tatsache, jetzt wieder von vorne beginnen zu müssen. Muss mich nur mal kurz orientieren. Wo wir jetzt hier gerade niedergegangen sind. Oh, schön, Heidelbeeren. Aber ich meine, nee, soll ich dich? Ich meine, es gibt ja jetzt auch seit dem letzten Patch, seit dem 8er Patch, mehrere neue Locations, wo man niedergeht. Aber wir sind hier beim, bei der Kunstausstellung. Okay. Patch Notes habe ich schon hier ausgedruckt neben mir liegen. Gehe ich nachher nochmal drauf hoch? Gehe ich nachher auf jeden Fall nochmal drauf ein? Ah, einfach zu schlink. Zu schlink, flink. Und hier höre ich irgendwie die Gischt. Ach nee, das sind neue Schritte. Ich habe also die Patch Notes ein bisschen überflogen. Da stand auch was, dass wir neue Schritte... Und das neue Schrittgeräusch ist, dass wir im Wasser patschen. Was natürlich mehr als logisch ist, denn hier läuft die Suppe ja nur so den Berg runter. Oder wie der Oberharz sozusagen, vielleicht den Barrig. Ja, ist fast so wie texanisch. Man spricht dann den Dialekt hier oben dann auch mehr mit so einer Kartoffel. Im Mund. Ja, was soll ich jetzt großartig sagen? Ja, willkommen im neuen Patch. Willkommen beim Resetten auf den Anfang. Ich habe trotzdem mal geschaut, ob wir an der alten Stelle wieder anfangen können. Was aber nicht so war. Und ich hoffe natürlich jetzt auch, dass sie jetzt zumindest auch die anderen Pflanzen eingebaut haben. Denn uns fehlten ja welche. Wir konnten zwar auch beim letzten Patch, seit dem letzten Patch, bereits... Da war noch einer. Da. Konnten wir ja auch angeblich uns so einen Energy Drink mixen. Peach Patch, Peach Patch. Erinnert mich auf jeden Fall meinen Neffen, wie er früher in Wasserpfützen rumgepatscht hat. Patsch, 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 patsch. Ah, wir nehmen trotzdem mal alles. Oh, das war schon an Stöcken. Das ist ein neues Gewächs irgendwie. Bin auch mal gespannt. Die sollen ja auch. Können wir jetzt eigentlich die kleinen Fichten? Können wir auch klein machen, okay. Aber das war, glaube ich, schon immer so. Was liegt denn da unter? Ein Stein. Nehmen wir es mal mit. Denn anders wie bei anderen Survival Games ist es ja so. Ach, ich vergesse mal, dass wir schon Stöcke haben. Ist es ja so, dass wir. Ist ja nur. Nein. Ist es ja so, jetzt fange ich zum dritten Mal an, dass wir hier genug Zeug mitschleppen können, ohne dass es uns jetzt, glaube ich, viel ausmacht. Dass also unsere Energie rapide herabsinkt. Und ich laufe jetzt auch gleich mal hier ein bisschen an der... Hä? Sind wir schon oben auf dem Plateau? Oh ja. Aber neun Schritte gefallen mir schon mal ganz gut. Okay, es ist so ein netter Beieffekt. Haben sie halt dann schon mal mit reingeschmissen. So, hier unten bei den weißen Steinen, da müsst ihr dann auch unsere... Hier auch schon die Höhlengeräusche. Das heißt, das Windpfeifen wird ein bisschen lauter. Ah, hier unten ist er doch schon. Ach ja, ist ja gut. So. Crafting Guide, hat sich da vielleicht was geändert? Mal gucken. Nö. So, dahin. Okay, haben wir die Ecke markiert. Wird noch angezeigt oder nicht? Ich sehe es momentan die...
Doch, da ist die kleine Fahne zu sehen. Ah, jetzt sind wir direkt hinterm Dorf. Aber ich werde trotzdem erstmal wieder zu unserem Spot, den wir jetzt mittlerweile seit einem 5er-Patch, habe ich gesehen, schon innehaben und immer wieder besuchen und immer wieder besiedeln. Ob ich jetzt wieder so einen riesen Vordrum baue, ich meine, da sind sie auch immer eingedrungen, zwar jetzt hatten wir die uns zwar damit mit der Festung quasi schon ein bisschen vom Hals halten können, aber so ganz gefahrlos war das Ganze ja doch noch nicht. Aber ich denke mal, so eine kleine Einzündung müsste auf jeden Fall wieder sein. Es müsste auch diese große sein, damit man sich drin zumindest bewegen kann, dass man wieder was reinbauen kann. Ob ich die dann aber so straight auf einmal alles hochziehe. Ja, auch wenn wir jetzt irgendwo hintreten, dann knirscht es. Das ist echt, echt cool. Echt cool. Aber die Patch Notes stehen ja auf jeden Fall. Ja, ich lasse sie wieder in Englisch. Ich bin eine faule Sau, ich weiß. Stell sie dann wieder unten quasi in die Comments. Wie gewohnt. Überlege ich nur gerade, wo war die andere Höhle? Wir sind jetzt schon fast. Ah ne, halt, hier sind die Zelte. Das heißt, die muss jetzt hier hinten weiter sein. So, da ist er doch. Ich höre im Hintergrund schon die die Eingeborenen rumschreien. Es hat auch diesmal nicht geruckelt, als sie dazugeladen wurden. Also sind noch sehr weit weg. Obwohl ich ja jetzt auch die Soundeinstellung, muss ich sagen, geändert habe. Es ist jetzt auch ein neuer Soundregler dazu gekommen. Das heißt, wir können die Musik und die Umgebungsgeräusche unabhängig voneinander ansteuern. Und die Musik habe ich jetzt mal so auf Mitte gestellt. Hallo. Haben die neue Textur? Zu spät. So, Steine. Okay, haben wir das auch. Ein kurzes Kabelchen müssen wir über die Schulter hängen. Da müssen wir schauen, wie das ist. Also die Umgebungsgeräusche, das heißt also unsere Schritte und alles, ist jetzt erstmal auf, habe ich also voll hochgedreht. Man muss nachher sehen, wie es mit dem Gewitter ist, ganz klar. Ja, das beim Rennen, da ist es natürlich so, dass halt die manche Pflanzen, gerade so die Bäume, dann doch etwas zögerlich geladen werden. Wie man auch gerade an dem Baum da gerade gesehen hat. Ah. Ich habe mich erschrocken. Ich habe mich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder erschrocken, weil so ein Gollum. Ich weiß, der hängt da jetzt am Baum. Okay, die Blume haben wir schon mal. Aloe Vera haben wir auch. An unserem Spot sind wir auch. Ach, Heimat. So, nur aufpassen, dass ich den Baum hier nicht verletze. Ganz klar. Wie jetzt? Wie jetzt? Hallo? Achso. So.
So, jetzt wäre es aber schön, klar, die Axt, oh, die hat auch eine neue Textur bekommen. Sieht jetzt etwas schäbiger aus. Okay, er kommt auf uns zu. Ah, wir haben ja auch die große Axt noch nicht. Die hole ich mir natürlich mal eben. Weil die ist ja dann doch schon etwas schonender. Auf dem Weg zur Axt packe ich eben nochmal einen Stickholder hier vorne bei der Höhle hin. Denn gerade so... Ach, das sollte ein Donnern sein. Es sollte sich gerade die Tische rücken. Denn gerade so nachts ist dieses Ding hier doch mal etwas schwer zu finden, zumindest für mich. So. Ah, jetzt sucht der Bart, das ist natürlich Mist. So, noch zwei Steine. Na, okay, ein bisschen übertrieben ist das Wassergeräusch schon, ist ja. Als wenn wir hier irgendwie... Durch... Das Schlurfen teilweise schon fast, als wenn wir hier durch ein... unten am Meer rumlaufen. So, das haben wir auch. Dann hole ich mir gleich noch den Stock zum Fischen. Wir müssen erstmal wieder unsere ganzen Utensilien noch zusammen haben. Obwohl ich muss sagen, ich habe heute, hatte ich noch mit einer Freundin telefoniert und da meinte ich auch so, dass mir schon schwer fallen würde, mir jetzt Gedanken zu machen. Bis zum nächsten Patch, der sollte ja eigentlich jetzt erst in 17 Tagen, also in knapp über zwei Wochen rauskommen. Der Neuner. Was ich da die ganze Zeit dann noch mache. Weil viele Sachen haben ja halt nicht funktioniert, die uns auch dann versprochen hatten. Oder die halt mit dem anderen Patch, mit dem Achter kommen sollten. Und in gewisser Weise genieße ich jetzt schon, hier jetzt wieder so auf Anfang zu sein. Ein paar Sachen zu überdenken, ein paar Sachen neu zu machen, ein paar Sachen zu checken, wie man's... Der Tod ist weg hier. Ja, das hab ich schon oft... Stimmt, auf der Yacht, da war ja auch die Sache, aber da gehe ich erst drauf, wenn... ich die Möglichkeit des Speicherns habe. Der mit den Haien und so, da ist mir immer noch nicht so, nee. Weil da gibt es dann auch keine Höhle, in die man zwischendurch geworfen wird, da ist man leicht tot. Und ich möchte jetzt schon ganz gerne erstmal unsere Health sinkt scheinbar auch ein bisschen. Ich guck mal, ob das damit zusammenhängt, wenn wir außer Atem sind, dass dann automatisch unsere Gesundheit auch ein bisschen hinabgeht. So. Wir sind schon mit Stöcken schon wieder voll, aber ich kann ja schon mal ein paar Sticks jetzt in unsere Behausung schmeißen. Brauchen wir ja schließlich doch noch ganz viele. Ach ne, nur 8 Stück noch. Okay, Steine. Das möchte ich jetzt schon mal nicht haben. Dass hier irgendwie Frühstück rumliegt von denen. Denn dass sie sich hier immer hergezogen fühlen, weil sie hier essen können. Nee. Das will ich jetzt nicht unbedingt forcieren. So, das Ding schmeiß ich mir schon mal an. Das Ding schmeißen wir schon mal an, falls es gleich dunkel wird.
Denn ich weiß jetzt nicht, wie die Nächte laufen. Farbmodus ist mal wieder, ist immer noch original. Wie auch bei den letzten Runden. So, und sobald ich jetzt hier auch ein bisschen Harz abgegriffen habe, werde ich auch die Axt gleich ein bisschen frisieren. Ich will nicht gerade in große, ich glaube beim Bäume fällen doch, dann geht das doch ein bisschen fixer. Denn ja, ist ja gut. Wäre schon froh, wenn die Dinger nicht immer so weit auseinanderspringen würden. Okay, sie malen das Ganze erstmal schön mit Sounds. Lenken damit so ein bisschen vom Eigentlichen ab. Und der zweite Step ist auf jeden Fall gleich noch parallel dazu, so einen Trockenhalter für die, fürs Futter zu machen, für unser Fleisch. Aber ganz überspringen sie dann scheinbar doch nicht mehr. Okay. Einer ist hier ganz schön weggehüpft, glaube ich. Da ist er doch. Also trotzdem halt mich erstmal an die großen Bäume machen. Die halt 5 Stammsegmente abschmeißen. Was gerade mal meine Maus überhaupt hört. Die klickert hier schon wieder gut vor sich hin. Gollum mal wieder. Gut, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo er abhängt. Ich höre ihn nur. Und auch nicht wundern, ich werde jetzt, gut, jetzt im Moment wird gerade noch eine gestartet. Für Freitag ist auf jeden Fall auch schon eine Folge hochgeladen. Das heißt also, es wird mal wieder ein bisschen durcheinander geschmissen werden. Dass wahrscheinlich jetzt der 8er rauskommt und danach kommt nochmal eine 8b, eine Folge kommt und danach kommt, wird dann nochmal eine 8er Folge veröffentlicht, weil ich will die auch nicht unbedingt wegschmeißen. Und ob sie jetzt geschaut werden oder nicht, ja gut, wird man sehen, aber ich habe sie gemacht, ich habe die ganze Arbeit investiert, also wird sie auch gepostet. Ja. Okay, er hat da irgendwie seine... Schleicht er noch so ein bisschen rum. Soll er ruhig machen. Solange er auf Distanz bleibt, ist mir das recht. Ich will nicht nur gerade, was das da hinten weiß ist, was da so leuchtet. Also
dass es ein Felsen ist, ja, okay, aber welcher das ist, das war ich mir überlegen. Nee, es kann man vergessen, mit dieser Axt hier zu kämpfen. Hat einfach keinen Sinn, bis er damit ausgeholt hat. Also Gollum, echt? Hör mal. Ich wollte eben nochmal schnell meine Hütte fertig bauen, damit ich hier. Was ist das denn? Achso, ist ein Koffer. Ach, fehlt immer noch einer. Mann. Hat ich eben schon wieder ganz vergessen. Aber es ist geil, wie die jetzt laufen. Also macht schon Spaß. Ziemlich schnell da nieder. Okay. So. Zähne gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie es bei uns mit der Gesundheit steht. Ja, doch ein paar Tabletten haben wir. Jo, Knurps. Muss schmecke. So, wo ist der Baum, den wir jetzt schon mal angeritzt haben? Den möchte ich natürlich auch fällen, weil der ist ja dann nach dem. Och nö. Gut, da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob unser Cheaten noch funktioniert. Aber ich wollte jetzt eigentlich spätestens 5 Minuten hier dicht machen. Anerkannt. Weil da kann man jetzt gespannt sein. Ah, cool. Ich habe den Baum jetzt in einer ganz anderen Ecke vermutet. Ich hoffe echt nur, dass sie uns in Ruhe lassen. So lange, bis dann die Hütte halt steht, die ich jetzt irgendwie aus den Augen da ist. Irgendwie gerade aus den Augen verloren hatte. Okay, noch 2 von den großen Bäumen. Jetzt wird das Symbol auch größer gezeigt. Interessant. Es kleben davon die Zähne dran. Cool.
Ja, ich sehe schon. Irgendwie haben wir kein Glück. Ich will erstmal ein bisschen Stand gewinnen. Da unten steht einer mit denen rum. Ich hoffe mal, dass der... Ah, ich wollte gerade sagen, dass der Fackeltyp nicht dabei ist. Das war ja gar nicht der mit der Fackel. Ja. Merde. Oh, wieso kann ich auf dem blöden Stein nicht mehr stehen hier? Oh ja, sicher. Klasse, und laufen kann ich auch nicht mehr. Oh Mann, ist das ein Scheiß. Okay. Ja. So viel dazu, die Hütte fertig zu kriegen. Das war eben schon etwas doof. Zugegeben. Ja, und somit würde ich sagen, gehe ich erstmal in die Pause. Beziehungsweise schließe die Folge für heute. Im nächsten werde ich dann auf jeden Fall schnell die Hütte zu Ende bauen. In der nächsten Folge gleich zu Beginn und dann gibt es auch mal die Patch-Notes von mir, so die wichtigsten Sachen gesagt. Aber das ist, wie gesagt, dauert dann auch wieder einen Tag. Ne? Das ist ganz schön scheiße, wenn man noch wartet. Aber okay, ist halt nicht so, ist halt so und nicht anders. Und danke trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn ich heute, also wenn diese Folge mit dem neuen Patch halt etwas spät rauskam. Nicht zeitgleich mit dem Erscheinen, wie ich es sonst eigentlich auch mal ganz gern mache, aber gestern Abend war er noch nicht da. Gestern Abend habe ich nochmal irgendwie so um 12 Uhr, 1 rum, nochmal angespielt, aber da wurden jetzt geladen und heute habe ich jetzt ehrlich gesagt auf einen Donnerstag nicht da unbedingt damit gerechnet. Aber nun gut, freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und auch wenn ihr nächstes Mal wieder mit am Start seid, danke fürs Reinschauen und bis dann. Tschüss! Thank you.